Herzlich willkommen in Anis Welt. Unser heutiges Interview darf ich mit einem ganz außergewöhnlichen Mann führen. Ein Mann, der auf einem Familienlandsitz auf Neuseeland lebt. Herzlich willkommen, lieber Hel. Vielen Dank, liebe Ani. Und seid gegrüßt, ihr Landsitzer. Und ich freue mich sehr, hier etwas teilen zu können von mir, das vielleicht inspirativ euch hilft, weiterzukommen. Ja, es ist halt ein dauernder Austausch, so wie ich auch viele Möglichkeiten hatte, von anderen zu lernen. Und freue mich drauf. Ja, wir freuen uns auch, dass du uns jetzt dein Wissen zur Verfügung stellen möchtest. Und ihr Lieben, ihr merkt es, Neuseeland ist sehr weit weg und die Übertragung hakt manchmal ein wenig oder dauert ein bisschen. Dafür bitte ich um Verständnis, weil mich und Hel trennen jetzt 12 Stunden. Genau. Ja. Hier ist gerade die Sonne aufgegangen, also scheint gerade. Und es wird ein schöner Tag heute. Ja, was habt ihr für Temperaturen auf Neuseeland? Ja, gerade im Moment ist Südwind, also kalt, kommt direkt von der Antarktis hoch und Resultat von Wettermanipulation, die hier die letzten paar Tage gelaufen ist. Davor war es sehr, sehr heiß, was 35 bis manchmal 40 Grad, das war schon extrem. Und dann hatten wir sehr viel Regen. Also letzte Woche 500 Millimeter und gestern und vorgestern nochmal 120. Also innerhalb von 2 Wochen fast so viel, wie im ganzen Jahr fällt in Deutschland. Oh, das klingt nach viel. Aber für die Vegetation ist es bestimmt nicht das Schlechteste, wenn Regen fällt, oder? Nee, das ist, ich wohne hier in einem Tal, das ist halt, ist noch Urwald in den Bergen. Die Berge hier um mich herum, die sind so 800 bis 900 Meter hoch. Aber das Tal ist relativ weit, von daher lange Tage und viel Sonne, wenn die Sonne scheint. Und das tut sie meistens. Und der Wald, der ist halt perfekt angepasst. Das ist halt Urwald, also einheimischer Urwald. Und das sind so Ausläufer des größten zusammenhängenden Urwaldes in der gemäßigten Zone, also in der Vierjahreszeitenzone hier auf der Erde. Und von daher ist es halt was mich immer schon fasziniert hat, seitdem ich hier bin. Weil man im Urwald halt die Organisationsprinzipien, also die übergeordneten Organisationsprinzipien des Waldes lernen kann. Also zu verstehen, warum welche Bäume wo wachsen und welche Arten sich, also Gemeinschaften bilden. Und und die vielen, vielen, vielen Symbiosen, die hier bestehen zwischen verschiedenen Arten, die den ganzen Urwald auf allen möglichen Gesteinen gedeihen lassen. Tiefgründige Böden oder flache Böden. Also überall stehen Wälder und Bäume, die halt an diese Bedingungen angepasst sind. Und das oft dadurch, dass sich
verschiedene Arten dann zusammentun, um zum Beispiel einen kargen Bergrücken, wo halt nur Gestein ist und kaum Boden, der ist dann trotzdem mit Schwarz- oder Hartbuchen bewachsen, weil es da halt dann Pilze gibt und also symbiotische Organismen aus Pilzen und Stickstoff fixierenden Bakterien, die dann halt genau den Nährstoff liefern, nämlich Nitrate, die dort ganz selten sind auf solchen kargen Böden und die dann ermöglichen, dass auch dort halt dann die flachwurzelnden Buchen gedeihen können und halt also solche Starkregen überstehen, aber auch, also die haken sich alle miteinander, sind alle miteinander verbunden, die Wurzeln und auch Trockenheiten. Also ja, die teilen halt alles miteinander, was wenn halt eine Trockenheit ist oder so, dann wird Wasser gespart. Bei diesen einheimischen Bäumen, das ist genau dasselbe wie bei unseren laubabwerfenden Bäumen in unserer Heimat, die, sobald eine Trockenheit ist, auf Sparflamme gehen. Das heißt, dass das Wasser nur noch aus den Makroporen des Bodens holen, aber nicht mehr aus den Mikroporen heraus. Und so, dass immer eine Restfeuchtigkeit da bleibt, sodass auch Mikroorganismen im Boden dann nicht aussterben wegen Trockenheit. Das ist natürlich was anderes in Wäldern, die von Bäumen, die heute oft für Monokulturen benutzt werden, die sich ja in ganz marginalen Gegenden entwickelt haben, also wo Baumwuchs ganz schwierig ist. Also wo es entweder sehr trocken dauernd ist oder die Mineralien im Boden, es kaum Mineralien gibt, die irgendwelchen Nutzen für Bäume hätten. Und die haben halt fast eine Bergbaustrategie, also dass sie halt andauernd Nährstoffe und Wasser aus dem Boden herausziehen und aus dem Grunde dann auch schneller wachsen, wenn man diese umsetzt auf tiefgründige Böden, die durch Bäume sich entwickelt haben, durch Urwälder sich entwickelt haben, also einheimische Urwälder oder eben auch unsere laubabwerfenden Bäume, eben genau denselben Boden, genau dieselbe Überlebensstrategie, dass nämlich die alle Arten, die da drin beteiligt sind, also sowohl hier im einheimischen Urwald als auch in unseren laubabwerfenden Bäumen, da ist die Strategie, der alle Arten zuarbeiten, eine, die die Speicher- und Austauschkapazität im Boden maximiert, also so hoch wie möglich hält, also dass keine Nährstoffe verloren gehen im Boden und die aufgeschlossen sind, auch im Boden gehalten werden, austauschmäßig, sodass die nächste Generation der Bäume da halt wieder Zugriff drauf hat, sodass dieser Wald dann halt über Äonen bestehen kann, ohne zu degenerieren. Und mit Monokulturbäumen, also das kennen wir ja auch in Deutschland, die Fichten, die angepflanzt werden auf Böden, die durch Eschen, Ulmen, Eichen, Erlenlaubwälder geschaffen wurden, ist die mit ihrer Bergbau-Extraktionsstrategie halt den Boden dann auslaugen, den Boden versauern und auch alle Nährstoffe an sich ziehen und deswegen natürlich auch schnell wachsen und deswegen, also wo unsere natürlichen Baumarten sparen würden, mit Wasser zum Beispiel, wenn es Trockenheit ist. Das machen die halt nicht. Die ziehen halt auch das Wasser aus den Mikroporen im Boden raus und dadurch wird dieser Nährstoffzyklus in den Boden hinein halt unterbrochen. Und
Ja, und dann laugen die Böden halt aus und das heißt, dass nach zwei, drei Generationen der Boden dann vollkommen ausgelaugt ist, was niemals mit unseren Laubbäumen passieren würde. Gerade das Gegenteil, wie ich eben erklärt habe. Und auch hier mit den einheimischen Bäumen ist genau dasselbe. Also von daher sind die Überlebensstrategien des einheimischen Waldes hier in Neuseeland und die unserer laubabwerfenden Bäume genau dieselben. Also die sind kompatibel miteinander. Ja, interessant, wie du das erklärst und erzählst. Ich hätte da mal eine Frage, ja, zu dem berühmten Manuka-Honig, der ja nur in Neuseeland, ja, geerntet wird. Wie sieht es da aus mit? Was sind das für Pflanzen und was sind das für Bienen? Und hast du da Erfahrungen mit? Ja, Manuka-Honig sicher. Das gibt es ein paar Schlagwörter, die dann überall bekannt sind durch Werbung und sowas. Ja, Manuka-Honig ist von einer Pflanze des Manuka und der ist entfernt verwandt mit einem von diesen Feuerbäumen, die ich eben erwähnt hatte, also Kiefern, Eukalypten, die oft in Monokulturen angebaut werden. Und Manuka ist der einzige einheimische Baum, der an Feuer angepasst ist. Und normalerweise gab es Manuka nur in ganz geringem Umfang so an Waldrändern zu Mooren hin und an Waldrändern zu ganz trockenen Gebieten hin, Zentral-Otago und sowas, wo so ein bisschen so kontinentales Klima herrscht, wo ab und zu mal Grasfeuer dann in den Wald rein brannten und halt auch in den Manuka rein. Und ja, der Manuka ist daran angepasst, der hat auch so kleine Samen, die bei Feuer aufgehen und so. Und das ist was ganz Außergewöhnliches hier in Neuseeland, weil alle anderen Bäume überhaupt nicht an Feuer angepasst sind. Und es würde auch keine Waldbrände in Neuseeland normalerweise geben. Die gibt es halt nur in diesen Feuerbaum-Monokulturen von Eukalypten, Kiefern und ja. Und Manuka gibt es halt jetzt viel weiter verbreitet, als es früher der Fall war, weil früher sehr viel einheimische Wälder gerodet und dann verbrannt wurden. Und deswegen wachsen die jetzt manchmal über ganze Berghügel hoch. Und ja, der Manuka Honig ja, hat antibakterielle Substanzen drin, aber ist auch bei vielen anderen Arten drin, da halt ein bisschen mehr konzentriert. Der Grund, weshalb der so teuer ist, hat zum Teil auch damit zu tun, dass der schwerer zu ernten ist. Also der Honig ist, den kann man nicht einfach rausschleudern. Den muss man irgendwie ja, anstechen und also in die Waben selber rein. Und den halt rausholen. Das ist ein ja, schwierigerer Prozess, den an den zu bekommen, an den zu kommen. Ja, und dann muss man natürlich die Bienenstöcke umsetzen dahin, wo der Manuka blüht. Und der hat nur halt eine bestimmte Zeit, wenn er blüht. Das war so vor, also der blüht so die Hauptblüte ist so im Dezember, ja, im Dezember. Also das wäre umgerechnet bei uns, also mitten im Sommer halt, Juni. Und ja, und ja, so werden dann die Bienenkörbe umgesetzt, da wo die großen ausgedehnten Flächen von Manuka sind, aufgrund früheren Abbrennens des Urwaldes. Und dann kommt auch gar nichts anderes mehr hoch, weil alle anderen einheimischen Bäume, wie gesagt, sind nicht an Feuer angepasst. Und das haben die früher so gemacht, dass die am Fuß des Berges Bäume gefällt haben
und dann ja gewartet haben oder zwei, bis es unten richtig trocken war und gut brannte und dann angesteckt. Und dann hat das sich halt den ganzen Berg hoch gefressen, das Feuer. Und dadurch, dass halt so ja, großes Feuer unten stand und damit dann sind sämtliche anderen Arten dann vollkommen verschwunden. Auch die Samen in den Böden und so werden alle, die sind halt nicht an Feuer angepasst. Wie gesagt, natürlicherweise wird ein einheimischer Wald nicht brennen, genauso wie auch unsere Eschen, Ulmen, Eichen, Wälder natürlicherweise nicht brennen würden. Im Gegensatz zu den Feuerbäumen, die an Feuerregeneration angepasst sind, die halt oft für Monokulturen benutzt werden, wie ich eben erklärt habe. Ja, danke schön. Ja, lieber Hell, danke, dass du uns das so schön erzählt hast und erklärt hast. Mich interessiert brennend, wie bist du überhaupt nach Neuseeland gekommen und wie viele Jahre lebst du schon da? Ja, ich bin 1985 nach Neuseeland gekommen und das war nach einiger Zeit des Weltreisens. Also ich bin, als ich 19 war oder schon vorher ab 15, 16 oder so, bin ich viel in Skandinavien unterwegs gewesen, damals immer per Anhalter und viel Wanderung gemacht und habe mich immer interessiert für, wie Menschen im Einklang mit der Natur leben in verschiedenen Gebieten. Und in Skandinavien habe ich da viele Gemeinschaften besucht, die damals so am Entstehen waren. Und bin, als ich 19 war, dann nach Amerika, also durch Kanada bis nach Alaska hoch und dann runter bis nach Ecuador, gefahren, um halt besonders in Ecuador dann auch mich da mit den einheimischen Ureinwohnern im Urwald und so, dass ich die halt aufgesucht habe und von denen unwahrscheinlich viel lernen durfte, wie halt Kulturen in den verschiedenen Lebensräumen, in denen die halt existieren, wie diese Gemeinschaften halt aufgebaut sind, in einer Art und Weise, dass die halt die Lebensräume ehren und schützen und nicht zerstören. Und das kam aus einem Erlebnis schon als Kind, dass ich zu Hause halt, ich bin auf dem Land aufgewachsen, außerhalb von einem kleinen Dorf. Und als ich 10 war, wurde eine Autobahn durch den schönsten Wald, die schönsten Wälder, die ich so kannte, wo wir halt früher gespielt haben, auf Bäumen geklettert sind und Tiere beobachtet haben und so, wurde auf einmal eine Autobahn durchgebaut und da hatten sie dann 2 Eichen stehen lassen in einem Wald, aus dem Wald, den sie abgeholzt haben, um die Autobahn zu bauen und als die dann die vereinzelten Bäume, die vorher im Wald standen, dann abstarben, das war sowas von tragischem Erlebnis für mich, dass ich hatte dann das Bedürfnis, mehr Lebensoasen zu schaffen. Also wo ich aufgewachsen bin, das war schon einen kleinen Stiel, also ein Viertel Hektar groß, das meine Eltern errichtet hatten, also mit Obstgarten und kleinen einheimischen Wald mit seltenen Blumen und sowas drin, Wildkräuterwiesen und sowas statt Rasen und und ich sah das halt, wie das immer mehr eingeengt wurde und nachdem ich dann festgestellt habe, dass ich da kein Land dazu bekommen konnte, um das zu vergrößern, habe ich dann irgendwann, als ich 10 war oder so, mir überlegt, ich muss woanders hin und Lebensoasen schaffen in meinem
Leben. Also sowohl für mich als auch im größeren Stil das zu versuchen. Und ja, so, das war mein Antrieb, dann in die Welt hinaus zu gehen. Und ich war dann immer unterwegs, fühlte mich auch immer zu Hause, wo ich war, habe halt unterm offenen Himmel geschlafen und kein Zelt dabei gehabt, einfach nur Regenschutz, Plastikplane, über die ich mir einen Schlafsack legte, unten drunter und oben drüber, und konnte dann halt den Himmel auch beobachten und ja, die Gestirne und den Mond. Und ja, das gab mir ein Gefühl von Heimat, wo immer ich bin. Also ich fühlte mich immer genau da zu Hause, wo ich war. Das war ein sehr beruhigendes Gefühl. Und das hat mich dann immer weiter getrieben. Ich bin dann nach Madagaskar gefahren, und das war ein Highlight, wo ich wirklich gezielt vorher die Sprache gelernt habe, um dann drei verschiedene Stämme aufzusuchen. Einer, der im Urwald lebte, einer, der in der Wüste lebte, und im Hochland, um halt genau diese Frage oder herauszufinden, wie es denn, welche Gemeinschaftsstrukturen da ausschlaggebend sind, die sichergestellt haben, dass diese Gemeinschaften über Jahrtausende ihre Umwelt gepflegt haben. Und als ich dann auf der Südhalbkugel war, wollte ich dann eigentlich weiter über Australien nach Neuseeland. Und ich bin dann kurz zurückgekommen, habe dann einen Traum gehabt, als ich in Deutschland war, in meiner Heimat, zu Hause. Und das war so ein Helltraum. Da habe ich meinen Vater getroffen und meinen Großvater, den ich noch kannte, aber der schon auch schon gestorben war. Und beide haben mich zu einem Ort geführt, der ja so im Nachhinein genau so aussah wie die Beschreibungen von Valhalla. Also eine große Halle im Himmel, alles hell, Türe davor, und als wir die Türe aufmachten, innen lauter freudige Seelen, Menschen, also am Feiern. Und sobald die Türe aufging, kam mein Urgroßvater heraus, den ich nie kannte. Der ist schon gestorben, ist mit über 90 gestorben, bevor ich geboren wurde. Und ich freute mich sehr, ihn zu sehen, wollte hinein, umarmte ihn, und er umarmte mich, und war ein sehr freudiges Wiedersehen. Und ja, und dann sagte er, nee, du kannst hier nicht reinkommen, aber komm mal her, ich zeig dir was. Und dann gingen wir raus, und dann schauten wir uns den Mond an. Und als wir beide auf den Mond schauten, wurde der Mond zum Spiegel. Und ich sah also die nördliche Küste der Antarktis, die Ostküste von Australien und Ozeanien, also Neuseeland mittendrin. Und ja, von dem Traum, als ich da aufwachte, wusste ich jede Einzelheit. Und das war also ein Hinweis meiner Ahnenlinie, dass zumindest ja, für einen Großteil meines Lebens ich hier am effektivsten wirken können würde. Und ja, und dann bin ich in ein paar Wochen dann halt los und nach Neuseeland, und nur auf der Südinsel lange Zeit gewesen. Das ist, die wird von den Maori auch die Südinsel wird genannt das Boot des großen Navigators. Und ja, da durfte ich viel drüber herausfinden, wo das alles herkommt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich war erstmal fasziniert von diese Urwälder halt hier
erforschen zu dürfen und von denen lernen zu dürfen, eben dieses höhere Organisationsprinzip des Lebens, dieses kooperative Organisationsprinzip des Lebens, wo in dem alle möglichen verschiedenen Arten zusammenarbeiten, um halt einen Lebensraum zu schaffen, der über Äonen stabil ist und auch jeden Einwirkungen, also eine Widerstandskraft hat, die auch großen Einwirkungen, ob das Vulkanausbrüche, Erdbeben oder Riesenstürme sind, widerstehen und auch sich schnell wieder aufbauen kann. Ja, und das habe ich gemacht. Ich bin dann jahrelang hier durch die Urwälder gelaufen und habe hier dann ja mein Studium beendet, dass ich studiert. Ich hatte in Deutschland angefangen, also zu verschiedene Fächer zu belegen, und zwar nicht mit der Absicht, irgendeinen Abschluss zu machen, sondern einfach nur die Sachen zu lernen, die mich auch wirklich interessierten. Und mir war es wichtig, nachdem ich aus der Schule kam und ich den Unterschied zwischen Pauken und Indoktrination und wirklichem Lernen natürlich erfahren hatte, war es mir wichtig, dass ich von da ab nur noch die Sachen lerne, die mich auch interessieren. Und das ist natürlich ein riesenweites Spektrum, das an den meisten Universitäten überhaupt nicht möglich ist, weil man da halt Universität, also Scheuklappen aufbekommt und sich in irgendeinem Spezialgebiet spezialisieren soll. Und dann eine ganze Menge von einer Sache weiß, aber den Überblick nicht hat. Und genau das Gegenteil wollte ich, und habe halt ein breites Spektrum studiert. Mir war es wichtig heraus, und zwar auf der Suche nach Wahrheit und sowas und Fakten. Und ein breites Spektrum an Wissen mir anzueignen. Also zu wissenschaftliche Texte lesen und verstehen zu können und sowas aus Geologie und Bodenkunde und Botanik und Menschen, also Völkerkunde, Ethnologie und Klima. Und dann aber herauszoomen zu können und mir das Ganze von oben betrachten zu können, um dann halt die Verknüpfungen herzustellen, was wirklich abläuft. Und die Schnittpunkte zwischen Mythen unserer Vorfahren und Fakten aus verschiedenen Bereichen, das ist unwahrscheinlich fruchtbar, um halt zu verstehen, was hier läuft, und um alte Trennungen zu überwinden, die ja über Jahrtausende uns und unseren Vorfahren angetan wurden, um halt aus dem Verstehen herauszukommen, um halt besser manipuliert und kontrolliert werden zu können. Und genau das wollte ich halt überwinden. Also das ist mir wichtig gewesen, mein ganzes Leben lang. Und und da bin ich heute noch mit beschäftigt. Also ich finde es sowas von faszinierend, dir zuzuhören. Ich sitze hier mit offenem Mund und mir läuft eine Gänsehaut nach der anderen über den Rücken. Also fantastisch. Ja, am liebsten würde ich in Erfahrung bringen, was du bei den Urstämmen alles gelernt hast. Wobei heute unser Interview ja in eine andere Richtung gehen soll. Genau. Und zwar hast du es gerade schon beschrieben. Du hast alles das, was du gelernt hast, ja, förmlich in dich aufgesaugt, dann von oben betrachtet und die Quintessenz daraus gezogen. Und das hast du auf deinem Landsitz mit einfließen lassen. Wärst du so lieb und würdest uns erzählen, wie du das genau gemacht hast? Ich habe mir halt, nachdem ich als
als ich hier direkt ankam, habe ich mir ein unwahrscheinlich wildes Stück Land besorgt, habe ich gefunden, nicht besorgt, gefunden. Und das war am Eingang zu dem größten zusammenhängenden Urwald im Kaurangin Nationalpark, ist es heute. Und das war oberhalb von einer Schlucht. Die Schlucht selber war Teil davon. Und das war wirklich wie so ein Tor zur Wildnis. So auf der einen Seite und zur Welt auf der anderen Seite, also zu der Welt nach unten. Und ja, da habe ich, als ich das hatte, habe ich so meine Reiselust war dann weg. Da merkte ich, dass ich hier Wurzeln schlug und ja, und dann ist noch eine ganze Menge passiert. Ich bin dann nach Dunedin runter und habe dann meinen Masters in Ökosystemwissenschaften gemacht und dann auch in Biodiversität und sowas arbeiten können in verschiedenen Bereichen. Habe dann ein Buch geschrieben, Bush Vitality Assessment, Growing Common Futures. Und aber ich schweife ab. Bin dann jedenfalls nach, habe dann in verschiedenen, also in der Nordinsel zeitweise gewohnt und gearbeitet. Bin dann 2008 wieder hier runter zum nördlichen Teil der Südinsel, zum Boot des großen Navigators, also da, wo ich ursprünglich auch hingefahren bin, gekommen und habe mir dann ein Stück Land besorgt, das ja, einen tiefgründigeren Boden hatte und nicht ganz so schwer ist, irgendwas anzufangen. Und ja, es ist so ein Hektar Land, also 10.000 Quadratmeter. Und wo ich hier lebe, das ist so eine ziemlich interessante Stelle, also vom Klima her gesehen, dass es halt noch warm genug ist, Zitrus anzubauen, aber auch kalt genug, um Steinobst und sowas anzubauen. Und also es friert hier im Winter, aber nicht zu stark. Und so konnte ich halt eine ganze Menge, ja, wie das ja halt bei der Dauerkultur dann so üblich ist, als Prinzip, dass man halt Pflanzen anbaut, die einem ermöglichen, das ganze Jahr über ernten zu können. Und ja, bei Zitrus ist es ja so, dass man die tatsächlich im Winter erntet und ja, und die ganzen anderen Steinobste oder Äpfel und Birnen und Beerenfrüchte. Ich habe viele Blaubeeren und ja, Brombeeren und sowas, Himbeeren. Die sind halt im Frühsommer und ja, bis jetzt noch gibt es späte Blaubeersorten, die jetzt noch geerntet werden im Februar. Das ist, das wäre August. Und ja, und dann habe ich einige Gartenbeete, also ja, mit Gemüse, Tomaten, Kartoffeln, Topinambur als auch Futter für Hühner und so. Also du kannst dich dort komplett autark ernähren. Ja, mir ist es wichtig, autark, also vom System unabhängig zu sein. Und das kommt jetzt gerade in dieser Zeit, in der die Dunkelmächte alle in die Versklavung treiben wollen oder die sind ja schon drin, aber das richtig festziehen wollen, ist es halt total wichtig, so unabhängig wie möglich zu sein. Und bin ich auch weitgehend energetisch. Also ich habe einen Ofen, der
mit Holz geheizt ist und auf dem ich kochen kann und der gleichzeitig im Winter das Wasser aufheizt. Und im Sommer, wenn der Ofen halt nicht läuft, dann habe ich halt ein Wasser, also Solar-Wassererhitzung auf dem Dach und auch einige Solarpaneele, die ja auch ins Netz, ich bin auch angeschlossen als Net, ans Netz, aber kann auch ohne Netz, also wenn der Strom ausfällt, habe ich auch ein Batteriesystem, das dann Strom liefert, ist dann halt nicht mehr so, muss man halt dann mit dem Wetter leben und das macht auch Spaß. Also auf einem anderen Landsitz, den ich zwischendurch mal hatte, hatte ich auch mit Windgeneratoren und das ist einfach schön, den Energieverbrauch anzupassen an dem, was die Natur uns halt gibt. Also im Moment bin ich noch froh, dass die Stromverbindung steht und wir dieses Interview machen können. Ja, ich Und auch. möchte hier eine kurze Unterbrechung machen und möchte dieses Interview gerne im nächsten Teil weiter fortführen. Okay. Bis dahin, ich Okay, danke bis dir. dann. Gerne. Tschüss.